Ich bin's wieder, Kesunai Hara, hier mit einem Let's Play von Pokémon Gelb. Und beim letzten Mal haben wir es geschafft, Orania City zu erreichen. Einigermaßen heile. Nachdem ich einmal nochmal zurück musste, wegen Gift. Bäh. Und mein Carpador hat sich zu Garados entwickelt. Schaut es euch an. Ach, es sieht so mächtig aus. Ach, ich liebe Garados. Es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende in mein festes Team kommt. Also als mein festes Wasser-Pokémon. Ach ja, und die Joy. Nee, nicht Joy. Die Officer Rocky hier. Die ist auch nur in der gelben Edition, weil... Ich habe einen Shiggy gefangen. Aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiggy richtig erziehen können. Ja, im Moment weigert sie sich, uns das Shiggy zu überlassen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, muss man erstmal hier in der Arena den Orden verdienen, damit sie einen Shiggy gibt. Orania City Pokémon Arena. Der Arenaleiter Major Bob. Der blitzschnelle Arenaleiter. Oder auch Amerikaner. Komm, wir wissen, dass er ein Amerikaner ist. Problem? Wir kommen nicht durch. Uns fehlt der Zerschneider. Meh. Was sagst du dazu, dass uns der Zerschneider fehlt? Wenn ein Pokémon eine VM-Technik erlernt hat, kann es sie nie wieder vergessen. Überlege dir gut, welchen Pokémon du eine VM gibst. Sehe ich auch so. Bevor ich in das eine andere Haus da gehe, fällt mir gerade ein, hi John Lennon. Ich bin nicht John Lennon. Dass ich den Nugget hier verkaufen könnte. Da. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich wollte das auch nicht verkaufen. Ich habe mich verklickt. Mann. Ja, jetzt kann ich mir diese Supertränke leisten. So. Was hast du sonst noch? Eisheiler, Aufwecker, Paraheiler, Schutz. Meh, nichts Neues. Danke, John Lennon. Ich bin nicht John Lennon. Na dann. LOL! Pikachu hat sich einfach instant verliebt. Okay, bleib mal ein bisschen bei diesem Pipi. Oh, ein Jurob, wie süß. Ja, werd mal ein bisschen weiter bedrängt hier von meinem Fieder. Hat mein Pipi nicht einen wunderschönen Schweif? Ui! Mein geliebtes Ibitak. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ja, ich habe vergessen, hier das Schild zu lesen draußen. Das ist nämlich der Pokémon-Fanclub hier. Du meine Güte, mein Jurob ist viel hübscher. Angeber, Mein geliebtes Galopper. Na dann, was hast du zu sagen? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Notgedrungen müssen wir ihm zuhören. Also, ja. Sehr schön, dann hör mir zu. Okay. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft. Warm und kuschelig. Spektakulär. Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Yay, Radcoupon! Schön! Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Also, mir hilft, wird sehr helfen, ein bisschen voranzukommen. Na, Pikachu?
So, jetzt musst du aber Tschüss sagen zu Pipi. Ja, alle Pokémon-Fans sind willkommen. Ja, letztendlich hat's mir einen Radcoupon gebracht. Also, ich find's cool. Aber auf die Schnelle jetzt erstmal nach Azuria City werde ich nicht zurückkehren. Na, Taubsi. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Okay, cool. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Saffronia City Unruhe. Hier in Urania City scheint es sicher zu sein. Kein mit herzlichen Grüßen oder sowas. Gruß an dich mit Küssen. Sag mal, was bist du für ein Boyfriend? Hafen von Urania City. Ja, da gehe ich auch gleich hin. Achtung, Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung Felstunnel nach Lavandier. Polizei von Urania City. Ah, da habe ich schon die Gegend verlassen. Dickdas Höhle. Da kann ich auch nochmal reinspazieren. Theoretisch. Hier sind jetzt auch erstmal wieder ein paar Trainerchen, die ich bekämpfen kann. Aber alles mit der Zeit. Okay, nein. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Okay, cool. Ach, der Spieler. Ein Klofenser, hui. Ja, so ein Pech für dich. Lass mich los! Ja, währenddessen ein bisschen was trinken. Geht immer. Ich kann eh gerade nichts machen, also... Na bitte. Haha! Shit. Na, schade. Wäre witzig gewesen, bei Tod durch Selbstverletzung. So, Mirapla. Jawoll. Oh. Du, wie ist er, kleiner Dreckiger? So, verdient. Immerhin hatte ich eine Chance. Ja, schön, ne? So, jetzt musste ich mir gerade... Ha! So funktioniert der Sprite, genau. Feiglinge haben in der Welt der Pokémon keine Chance. Bin ja aber auch kein Feigling. Ja, ich musste mir nochmal den Sprite genau angucken von dem Typi da. Denn damals denkt man sie. Damals, wieder als kleines Girl, habe ich immer gedacht, dass es kein alter Mann in einem Kimono ist, sondern ein Kasper. No joke. Aha, bisher habe ich noch nie verloren. Okay, schön für dich. So, ein Voltoball hast du. Oh. Du hast einen Voltoball. Oh. Wie sagt Knosp? Grins? Oh, gut, dass es immer viel schlägt. Meine armen Ohren würden das nicht aushalten. Warum muss ich auch irgendwas sagen? Mann! Ey, jetzt ist aber gut hier. Oh,
Ach du Scheiße, nein! Oh! Na wunderbar! Hm. Aha! So, was? Magnetilo. Ach ja, hier werden wir jetzt von Elektroviechern. Das ist suboptimal, wenn ich mal so sagen darf. So, einfach damit ich es austauschen kann, zu Glutexo. Und für eine schöne Glut. Ich weiß, das bringt noch nichts, weil es noch keinen Stahltyp gibt. Aber scheiß drauf. Irgendetwas muss ich ja tun. Meine Pokémon helfen sich nämlich gegenseitig. Mhm. Ja. Sehr schön. Das ist doch super. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja, das stimmt. Es war ein purer Zufall. Nichts als Glück. Und sowas nennt man schlechte Verlierer. Also, solche Leute, ganz ehrlich, erbärmlich. Ha, ich wusste es. Das war so offensichtlich, komm. So, sonst ist hier nix. Gehe ich mal kurz in das schöne Häuschen rein. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Ach ja, der gute alte Namensbewerter. So, was ich jetzt mal wissen möchte... Ach so, hier steht das nicht. Hä? Wo steht... Muss man ja echt mal zu Dings immer gucken. Ja. So, warum ich jetzt hier gerade geguckt habe, weil... Hier. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, der Typ, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Noch nicht, leider. Ich habe eine gute Idee. Komm wieder, wenn du 30 Pokémon besitzt. Ich hebe dir dein Geschenk auf. Ja... Ich suche nach Schlurp. Tauschst du es gegen Victory? Ja, tut mir leid, ich habe kein Victory. Moment, nee, warte, ich habe keinen Schlurp. Der will ja einen Schlurp haben. Ah. Du schaust durch das Fernrohr. Mitten auf dem Weg schläft ein großes Pokémon. Ja, scheiße. Und hier... Der einzige Weg von Azuria City nach Lavandia führt durch den Felstunnel. Was man alles sehen kann hier. Ich wünschte, man könnte das so wirklich richtig sehen. Da ist es. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ach ja. Kann man leider nichts dran ändern. Typ? Ich wollte gerade sagen, wieso... Hä? Das war jetzt irgendwie voll random, dass er mit dem Rücken zu mir da steht. In meiner Klasse bin ich der Beste. Schön für dich! Und was bringt mir diese Information jetzt? Du Teenager, du! So. Nochmal einen Donnerschock rein. Du Arsch! Nein? Da will ich mal Karabas ausprobieren. Komm!
Hehehe. Ja, das ist mein Karatos. Ist es nicht cool? Oh. Nochmal. Er reckt sie alle weg. Nom. Oh, dich liebe ich. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Ach, no shit, Sherlock. Aus den Bergen steigt manchmal ein dickes Pokémon herab. Es ist sehr stark. Versuche es zu fangen. Du meinst das, was da hinten da drüben schläft? Gerda, wenn es aufwacht? So? Flup. Okay, hier ist nix. Hier geht nix ab. Was sagst du? Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Okay. Da tue ich das. Mechaniker. Der natürlich vollgerüstet ist mit Elektro-Pokémon. So. Shit. Na komm! Na komm, oh, das darf doch nicht wahr sein. Wusch! Dankeschön. Jetzt machst du einen Volltreffer, ist klar. So, Magnetilo wieder. Besaknosp. Mit einem schönen Rankenhieb. Wusch. Na, wusch. Alter. Ich sagte, wusch. Jetzt hat's geklappt. Haha. Oh, Magneton. Ui. Ui. Oh. Ah, dat Vieh. Er will's auch wissen. Heiligen. Oi. So, was mache ich jetzt? Ich muss ein Item einsetzen. Wie sieht's da aus? Wusch. Alter, wieso macht das so viel Schaden? Fuck you. Ich würde mich über einen Volltreffer dann doch freuen. Och, Mann. Sehr gut. Wie mache ich das denn jetzt? Mist. Noch einmal möglich. Oh, jetzt bitte nicht. Franz! Fick dich! Maybe it works? Bitte sei schneller. Oh. Wattenkrampf.
Au, der Funke ist übergesprungen. Ha, ja, schön für dich. Ja, und ich gehe wieder heilen. Danke, du Arsch. Ach, Moment, den habe ich doch bekämpft. Oder nicht? Ja, dich habe ich bekämpft. So. Nicht nochmal in den Kampf geraten, weil das kann ich jetzt gerade nicht brauchen. Und wir sind da. Mal ganz schnell heilen. Das ist cool. So, jetzt aber. Jetzt ist wieder alles besser. Na 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 na, wird Zeit, noch weiter zu trainieren, hey Typ. Hast du Lust mit mir zu kämpfen? Sonst wäre ich nicht in deine Bahn gesprungen. Also werde ich ja wohl schon irgendwie Interesse dran haben. Why are you all so strong? Das wird jetzt wieder witzig. Oh, der hat schnell losgelassen. Ist gut. Nur um mich nochmal festzuhalten. Sag mal, wieso wollen hier alle knuddeln? Adaria, hey, du lässt ja schnell los. Hast du keinen Bock auf mich, oder was? Bin ich nicht knuddelig genug? Hä? Das ist gemein. Du wolltest ja kämpfen. Immerhin habe ich es versucht. Ich schäme mich nicht. Moment. Kommst du von der Nuggetbrücke? Was ich mich auch frage. Was ist eigentlich hier in diesem Gras? Moment, wieso gehe ich eigentlich zurück? Ich könnte auch auf die Tränke aufbrauchen. So, besser. Hi. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ach, dann bist du ein Anfänger, ne? Das ist traurig. Oh, hast aber einen Sandan. Gutes Vieh. Wieso muss Slam auch immer daneben gehen? Qualltreffer. Das ist mal. Oh, Schlitzer. Ah, du Wichser! Okay, genug. Verpiss dich. Dann hier habt wieder einen epileptischen. Subat, na komm, das musst du jetzt wohl hinkriegen. Ohne aufs Maul zu bekommen. Das klingt so abwertend. Aber nicht so gemeint. Volltreffer, na bitte! Haha, Level 22, Bitch! Mist, ich hasse schwache Pokémon. Wer macht sie stark? Was willst du noch? Lass mich endlich allein. So. Schlechte Verlierer, was habe ich gerade gesagt? Ah. Was ne Welt.
Meine Pokémon müssten bereit sein. Okay, dann zeig mal, wie bereit sie sind. So, Nidoran. Und nochmal. Giftstachel. Alles gut, ja. Das kommt ja noch, wenn Giftstachel Vergiftung bringt. Ja, komm's mit, Bo. Oh, Nidorino. Du siehst cool aus, du. Aber gegen einen Epileptischen kommst du nicht an. Sehr schön. Das war schwach. Ja, sorry. Ich musste ein paar Stärkere fangen. Müssen tust du gar nichts. Nur halt... Trainiert doch mal eure Pokémon und nicht... Mann, was ist los mit euch? Ihr Heulsusen! Ich habe noch nie gewonnen. Oh, das ist ja traurig. Oh, Fukano. Hoho. Ah, das ist ein Hund. Und hier sieht er so mega flauschig aus. Okay. Otzak. Oh, Vulpix. Vulpix will ich haben. Komm, das ist süß. Ach, guck du so an, das sieht so flauschig aus. Und so hübsch. Kann man Vulpix überhaupt hier in der Edition fangen? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Das habe ich kommen sehen. Oh, tut mir leid. Das war nichts als Glück. Purer Zufall. Alter, wieso sind ja alle solche Bitches, wenn die hier verlieren? So. Ich weiß auch nicht. Na dann, ich gehe mal rüber zum Pokémon Center. Und... ja, aber offscreen. Denn jetzt beende ich den Part. Egal ob positiv oder negativ, hat du mir gern gesehen. Das war's meinerseits. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys!